so schön gemütlich. Früh am Morgen. Genau. Er hat die Nacht über hier geschlafen. Er hat vermutlich letzte Nacht gefeiert und jetzt ist er sehr, sehr müde. Und sieht irgendwie wie betrunken aus. Ich weiß zwar nicht, ob es ein Er ist oder eine Sie. Es ist eine Blattwespe. So, und jetzt beginnt er mit der Morgentoilette. Und das liegend, das ist natürlich auch sehr speziell, oder? Genau, ja. Wie die alten Römer. Vielleicht gibt es sie schon seit dieser Zeit. Ja. Sie haben das abgeguckt. So, und jetzt gibt es Frühstück. Noch etwas gemächlich. Ich habe eben auch keinen deutschen Namen gefunden. Und der lateinische, der ist wirklich schwierig. Eine Tentredo Köhleri. Köhleri, das tönt so nach Kohle. Ja. Ja. Ja, Frühstück beendet. Also die Morgentoilette war nicht besonders intensiv, schau mal. Ja, er war wieder in den Pollen. Schon wieder alles verschmutzt oder immer noch. Also, Körperpflege ist nicht besonders. Ja? Nicht so wichtig. So. Wahrscheinlich hat es Durst gegeben. Jetzt ist er hier bei dieser Blüte. Da waren doch schon eine Maskenbiene und. Ja. Schon verschiedene, die hier. Ich vermute mal, Flüssigkeit zu sich genommen haben. Oder Nektar abholen. Nektar und ja, er hat Durst. Oder sie hat Durst. Ja, gibt es doch noch etwas Körperpflege. Aber auch wieder nicht gut. Er schläft, oder? Ja, ich denke schon wieder. Eine nördliche Fruchtwanze. Ja, wir haben sie bei uns im Norden gefunden, oder? Ja, man sieht sie noch ab und zu. Sie gehört zu den Baumwanzen. Ist sehr hübsch. Ja, sie ist schön. Und es gibt viele von den Baumwanzen weltweit, etwa 6000 Arten. Ja. Ah, sieh mal hinter den Augen. Die Augen gehen nicht ganz herum. Es gibt da noch so eine. Ja. Damit sie den Kopf ganz einziehen kann. Und man sieht sie oft in diese schrägen Position. Ja. Vielleicht einfach der Sonne zugewandt, um das kann sein. Sich maximal gut aufzuwärmen. Früh am Morgen. Und sie sind eigentlich relativ groß, so bis 14 mm können sie sein. Ja. Ja. Hier eine Marguerite, eine kleine, ja? Ja, eine Erdwanzenfliege. Man sieht sehr gut, sie ist nicht besonders groß. Nein, sie ist nur etwa 5,5 mm. Und sie ist in Europa weit verbreitet. Etwas schwierig, um zu filmen, weil sie ist immer nervös. Ja, sie ist immer aktiv und nachher ist sie aber ganz wieder ruhig. Da muss man schon etwas Glück haben, um sie so zu erwischen.
und sie ist ein Parasit von Erdwanzen. Sie legt die Eier auf die Wanzen und die Larven, die ernähren sich dann von den Wanzen. Aber sie ist immer schön ruhig und dann plötzlich wird sie ganz aktiv. Ja, das ist jetzt am Morgen. Ja. Noch etwas kühl und dann sind sie etwas ruhiger. Ja. Ah, diese Dame hier, sie hat ein Riesenproblem. Ja. Sie ist wirklich hochschwanger. Hochschwanger, ja. Ganz extrem. Ein Ampferblattkäfer. Auch sehr hübsch, das Metallische. Es schimmert so. Je nach Lichteinfall grün, gelb, blau. Ja, ja. Es sind hübsche Käfer. Ja. Auch noch müde. Die Betriebstemperatur ist noch nicht erreicht. Ja, sie bereitet sich wahrscheinlich auf die Eiablage vor. Ja. Eine hübsche Fliege. Ja, die gefleckte Hausfliege. Im Haus haben wir so etwas noch nie gesehen. Nein, nein, aber ich denke vielleicht bei der Landwirtschaft oder so, beim Bauer. Weil Die Larven, ja, sie fressen Kot und Abfälle und Aas oder vermoderndes Holz. Na, also Nützlinge. Nützlinge, ja. Und die erwachsene Fliege selber, die hat gerne Pollen. So wie viele andere auch. Wie die meisten, ja. Ja, Pollen und Nektar, das ist natürlich Energie. Intensiv. Ja. Und Energie brauchen sie natürlich für die nächste Eiablage. Um die Eier zu produzieren. Genau. Ja, mir gefällt sie. Sie ist hübsch, ja. Sehr schön, schwarz-weiß. Aber hier schläft sie wahrscheinlich, oder? Ja, auch noch früh am Morgen, also. Und das ist eine russische Halmfliege. Deshalb auch die Musik, sie passt sehr gut. Es ist so eine Mafia-Musik, oder? Sie sind klein, ne? Sie sind nur 2-3 mm. Aber haben sehr große Hinterschenkel. Ja, stramme Waden. Ne? Mhm. Als 1000. Aber Oberschenkel, ja. Ich denke, sie kann gut springen noch dazu. Ja. Ja, da unten ist so eine Florfliegenlarve, war ja, das. Ja. Und diese Halmfliegen, sie sind, wenn sie in Scharen aufkommen, sind sie Schädlinge natürlich. Also die Larven nehme ich an. Ja, hauptsächlich, weil die fressen. Sie hier frisst ja Nektar. Ja. Oder Saugnektar. Ja, das war's schon. Bis später. Bis dann.